Oskar, was machst du denn hier? Na was wohl, dich besuchen. Na Rico, du hast Besuch. Komm rein. In Andreas Steinhöfels Kinderbuch-Bestseller Rico, Oskar und die Tieferschatten geht es um die ungewöhnliche Freundschaft und das spannende Abenteuer von Rico und Oskar. Diese besondere Geschichte wurde nun verfilmt und kommt jetzt auf die große Leinwand. Eigentlich will man Rico und Oskar zum Leben erwecken und zwei Jungs im Alter von 9 Jahren durch die Berliner Straßen laufen sehen. Mit Helm und dem Merkrekorder. Der Autor Andreas Steinhöfel schreibt mit sehr viel Witz und sehr viel Charme. Das sind so tolle Berlin-Romane, in der Tradition würde ich sagen, so von Erich Kästner auch, wo man die Stadt auch drin wiederfindet und so und auch ihre Schnoddrigkeit und ihre Schnelligkeit, und ihre Frechheit, aber auch ihre Wärme. Agent Doretti? Ich habe eine Nudel gefunden. Na, das ist ja mal ein Knaller. Alle mehrmals gelesen. Ich find's einfach extrem lustig, diese... Spannend vor allem. Ja, auch spannend. Das ist der Weg zu den Schatten. Wieso hat er alles abgeschlossen? Das Hinterhaus ist einsturzgefährlich. Das Haus ist was? Ich mag so Figuren mit Brüchen und Kanten. Ich glaube, das ist, was schon kleine Leser in den Figuren entdecken, dass du ruhig auch ein bisschen Ballerballer sein darfst. Ich musste wahnsinnig oft lachen. Und das ist irgendwie nicht so häufig, glaube ich, bei Kinderbüchern, dass ich dann wirklich so lautlos lachen muss. Und seit wann trägt man solche Dinger zum Fahrradfahren? Ich habe kein Fahrrad. Motorrad ja sicher auch nicht. Die Geschichte ist sehr, sehr ehrlich mit allem. Natürlich mit einem Augenzwinkern und mit einem Humor und für Kinder, aber es ist trotzdem keine Kindsprache und das finde ich total toll. Jeder Cast mit Nädel zusammen ist natürlich ein Traum. So, und mit den verrückten Kindern, mit den Bannhausen, mit den Rotzbengeln. Die zwei beliebten Bengel heißen Anton Petzold und Juri Winkler und sind die ideale Besetzung nach einer monatelangen Hauptdarstellersuche. Was Besonderes in sich, das kann man nicht spielen, sondern das haben die in sich und das muss man finden. Und unsere Regisseurin, die Nädel, hat, ich glaube, 300 oder 400 Kinder insgesamt angeschaut. Bei den beiden war das so, die kamen rein und man wusste sofort, oh Gott, das ist der Wahnsinn. Und als wir zum ersten Mal zusammen hatten beim Casting, da saß man dann nur noch 100 Gänsehaut bekommen. Bist du bescheuert? Ihr macht Hackfleisch aus uns. Lass mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin. Es ist ein märchenhaftes Kinderbuch mit einer sehr klaren und ehrlichen Sprache. Und genau diese Mischung ist es, glaube ich, die ist nicht so einfach einzufangen, die Nele ganz toll sieht und umsetzt. Du freust dich, wenn der Geist das ist dieser berühmte Satz, der Geist der Geschichte wurde getroffen, aber das stimmt auch. Wo alles ein bisschen überdreht erzählt ist und stilistisch sehr schön erzählt ist und eine Kindergeschichte eigentlich ist, aber die auch Erwachsene ansprechen kann. Also von 0 bis 100. Also nehmen Sie mich mit? Sei mein Gast. Dieses Abenteuer schaut man am besten mit der ganzen Familie. Treffend besetzte Figuren, eine spannende Geschichte und viel schräger Humor. Rico, Oskar und die Tieferschatten ist eine rundum gelungene Verfilmung des kultigen Bestsellers. Ab 10. Juli im Kino. Mann, Mann, Mann.